vorgegeben, wie sie formatiert werden müssen. Die erste Seite, die erste Innenseite, ist das ehemalige Schmutztitelblatt. Das stammt aus der Zeit, als es einfach noch kein Hardcover oder überhaupt kein Cover drumherum gab. Das heißt, das war das Blatt, was das äußere Blatt des Buches war und was den ganzen Dreck abbekommen hat. Da kann man nur noch Buchname, Autor, Verlag, solche Sachen draufschreiben. Meistens kann man es auch einfach leer lassen. Oder ich habe jetzt zum Beispiel da so ein Signet drauf gemacht. Normalerweise sollte vielleicht das Signet vom Verlag drauf, aber sie haben akzeptiert, dass ich da jetzt mein eigenes kleines Signet drauf hatte und gut ist. Die Rückseite davon ist einfach leer im Allgemeinen. Einige drucken darauf, glaube ich, hier einen Lebenslauf vom Autor rauf und so ein Kram, aber das wird eher als Unart gesehen, sollte man vielleicht eher meiden. Außerdem haben wir, glaube ich, alle nicht so diesen Lebenslauf, dass es für die Leser so interessant ist. Die nächste Seite kommt bisher mehr drauf, da muss tatsächlich Titel des Buches, Untertitel, Vorname und Familienname des Verfassers, gegebenenfalls akademischer Titel, Nachtrag ist auch nicht möglich, der Herausgeber, Verlag, Verlagsorden, das Erscheinungsjahr draufstehen. Teilweise wird das vom Verlag formatiert, aber das kann man im Allgemeinen auch noch selber formatieren, die Seite. Aber die muss ungefähr so in der Art aussehen. Gucken in ein normales Buch, es wird in jedem Buch auch so aussehen. Die Rückseite davon ist auch sehr wichtig. Da auf der Rückseite kommt ein Druckvermerk mit der ISBN, mit Verlagsangaben, Copyright-Vermerken und dergleichen drauf. Diese Seite wird eigentlich immer vom Verlag, also zum Beispiel bei den DOD-Verlagen, automatisch vom Verlag gemacht. Das heißt, man soll die leer lassen und sie formatieren sie für einen. Bei Shaker Media habe ich das genauso auch eingeschickt, weil sie sagten, die Seite leer lassen in der Anleitung. Und dann haben sie mich angeschrieben, ja, aber du willst doch das jetzt auch in deiner eigenen Schriftart machen, weil der Rest ja auch in deiner eigenen Schriftart ist. Also wie ich schon sagte, die sind einfach ein bisschen persönlicher und deshalb konnte ich die dann auch selber formatieren, haben sie mir die Daten geschickt. Das fand ich ganz, ganz nett, muss ich sagen. Ja, und danach fängt es dann an mit dem Inhaltsverzeichnis, normalerweise auf der rechten Seite. Und da fängt es auch erst an mit der Nummerierung. Das heißt, das ist Seite 1 des Buches. Man kann jetzt überlegen, ob man das Inhaltsverzeichnis nochmal losgelöst vom Inhalt nummeriert, wenn man jetzt so ein langes Inhaltsverzeichnis hat. Aber wird man im Allgemeinen nicht unbedingt haben. In meiner Doktorarbeit habe ich das gemacht, habe ich auch mal mitgebracht, um mal Formatierung zu besprechen, falls jemand Interesse hat. Ja. Zur Formatierung des Umschlags. Man muss sich sehr stark überlegen, ob man ein Softcover oder ein Hardcover haben möchte. Hardcover, ja? Bei so einem Book-on-Demand-Verlag könntest du da nicht einfach beide Versionen dann quasi herstellen? Könnte man vielleicht. Also bei Shaker Media hätten sie es, glaube ich, nicht angenommen. Bei BOD würden sie es auf jeden Fall annehmen, aber ich schätze mal, du bezahlst ja noch zweimal die Gebühr. Okay. Mag auch bei anderen Verlagen anders sein. Also ich habe es bei keinem gesehen als Option beides anwählen. Und da man auch einige Sachen berücksichtigen muss, also gerade wie gesagt bei der Formatierung des Umschlags, die läuft komplett anders, wenn man ein Hardcover oder Subcover hat, ist es für sie wahrscheinlich auch doppelter Arbeitsaufwand in der Hinsicht. Sie schicken einem auch den Inhalt und auch das Cover schicken sie einem vor einmal zu normalerweise, bevor das endgültige Buch fertig ist. Also zumindest beim Shaker Media war es so. Das heißt, irgendwann war im Briefkasten das erste eigene Buch. Dummerweise bei mir, weil das jetzt ein bisschen Sonderwünsche wieder waren, habe ich das Cover und den Inhalt getrennt bekommen. Das ist mein erstes Buch in Zweiteiler. Aber zumindest kann man einmal gucken, wie sieht das aus, ist es alles so richtig geworden. Ich meine, ein bisschen sieht man zum Beispiel, dass der innere Teil, das hat tatsächlich eine etwas andere Färbung als der Rand, weil ich nicht explizit die Farbe übernommen hatte und dann durch die Farbkonvertierungsgeschichte hat sich das ein bisschen geändert, dazu komme ich auch gleich noch. Das Wichtigste, was man berücksichtigen muss, Soft- und Hardcover ist ein riesiger Preisunterschied. Das heißt, im Verkaufspreis sollte man mindestens 5 Euro Unterschied rechnen. Das heißt, entweder dieses Buch verkaufst du für 15 Euro oder du verkaufst es für 20 Euro. Gut, ich habe mir gesagt, das kaufen sowieso nicht so viele Leute. Und ich konnte es beim Verlag auch begründen, also beim Checker-Media-Verlag muss man auch begründen, warum es ein Hardcover wert sein soll. Und es ist ein Regelwerk, das heißt, es wird doch relativ viel aufgeschlagen, rumgeschmissen. Und da dachte ich, ein Hardcover hält einfach mehr aus. Und das haben sie als Begründung auch akzeptiert und haben es deshalb als Hardcover angenommen. Aber man muss es sich überlegen, also es ist ein echter Kostenfaktor. Gut. Was beim Hardcover so wichtig zu berücksichtigen ist, die tatsächlichen Ausmaße des Covers, das man einschickt, ist deutlich größer als das Cover, was man am Ende hat, weil sie nämlich das Cover am Ende umschlagen um die Außenseite. Das heißt, entweder sie schicken einem das zu oder man kann das online mit irgendwelchen Modulen machen. Man kriegt irgendwo so eine Skizze, wie groß muss der eigentliche Umschlag sein. Und dann hat man hier so den Buchrücken, die Frontseite
und eben ja, ein Rahmen, der umgeschlagen wird und ein Rahmen so ein bisschen als Toleranzschwelle, weil sie so ganz genau es auch nicht sagen können, so ungefähr. Der ist größer als der eigentliche Umschlag und auf den kann man jetzt sein eigenes Design draufschmeißen. Das war also mein Grobdesign, was ich denen hingeschickt hatte. Und man sieht hier die Ecken, die sind, gehen dort rüber. Interessanterweise haben sie leider dieses Design bei Amazon hingeschickt. Bei Amazon gibt es also mein Buch angeblich mit diesen Ecken. Aber so sieht das im Endeffekt aus. Und was man sich noch angucken muss, guckt mal euch den Blauton an. Und jetzt das nächste Bild. Das sieht man hier jetzt leider nicht so gut auf dem Projektor. Das ist nämlich das, was am Ende rausgekommen ist. Es hat einen ganz anderen Blauton. Und gedruckt hat es nochmal einen anderen Blauton. Also falls ihr euch vorgefragt habt, was meint er mit unterschiedlichen Farbräumen? Genau. Und was noch hat der Verlag, muss natürlich irgendwo so einen kleinen gewöhnungsbedürftig, dass das Teil auf die Bemühungen reagiert, ehrlich gesagt. Man muss noch so einen kleinen Platz offen lassen, wo sie ihren kleinen Scancode draufschmeißen. Und normalerweise wollen sie auf die Vorder- und die Rückseite auch ihren Verlag einmal stehen haben. Auf der Vorderseite haben sie bei mir dankenswerterweise verzichtet, weil sie sagten, das würde irgendwie das Aussehen schädigen. Also ich hatte da wirklich eine sehr nette Ansprechpartnerin. Leider arbeitet sie dort nicht mehr. Aber, vielleicht war sie zu nett zu den Kunden. Ja, wie ich schon sagte, der Umschlag ändert sich sehr stark, kann sich sehr stark in den Farben ändern. Allgemein Farbbilder können sich sehr stark ändern, weil es zwei verschiedene Farbräume gibt, in denen man eigentlich arbeiten kann. Es gibt immer den RGB-Farbraum, da wird jede Farbe durch Rotanteil, Grünanteil und Blauanteil definiert. Und das ist das, was man normalerweise vielleicht noch kennt in so Bildbearbeitungsprogramm. Allerdings drucken die Verlage fast alle in diesem CMYK, ich weiß nicht, wie man es ehrlich gesagt ausspricht, diesen CMYK-Farbraum, der besteht dann aus einer Cyan-Farbe, Magenta, Yellow und Schwarzanteil K, wie auch jeder Laserdrucker, den man zu Hause vielleicht hat. Und die Farben müssen jetzt sozusagen in diese anderen Farben übersetzt werden, konvertiert werden. Und gut, ich habe persönlich meinen Umschlag sowohl im RGB als auch in dem CMYK-Farbraum den hingeschickt und habe dann einen CMYK-Farbraum genommen von Adobe. Es gibt nämlich dort normalerweise etwas verschiedene Definitionen dieses Raumes. Aber normalerweise ist es so, und das haben sie auch gemacht, dass sie das RGB-Bild nehmen, weil RGB ist eindeutig definiert, und konvertieren es dann für ihren speziellen Drucker in diesen CMYK-Farbraum. Und wie gesagt, es entstehen einige farbliche Veränderungen und der Raum hat Schwächen in Blau und Grün. Was ich gut ist, dass ich jetzt auch weiß, inzwischen, dass es auch in Grün ist, weil das nächste Buch wollte ich nämlich grün machen. Ich habe hierfür für die Frontseite Leder eingescannt, auch mit Hubbeln und so, oder ich weiß nicht, ob ich es gescannt oder ein Foto gemacht hatte. Aber auf jeden Fall auf dem Originalbild sieht es auch aus, als hätte man jetzt eine Lederoberfläche. Und mir war klar, dass man jetzt keine Nupsis hat, aber ich dachte, so ein bisschen diese Unebenheiten der Farbe hätte man. Also die sieht man ehrlich gesagt auch mit bestem Willen nicht. Hätte man jetzt nochmal den Kontrast irgendwie verdoppelt und verdreifacht, dann wäre vielleicht am Ende auch was übrig geblieben, aber berücksichtigt es einfach. Ja, Inhalt. Nun, in erster Linie soll sich verkaufen, das ist euer Aushängeschild. Es sollte sich von anderen Büchern absetzen. Das tut dieses Buch unheimlich gut. Also stand auch in meinem alten Institut zwischen wissenschaftlichen Büchern, das Dank-Institut. Und immer wenn irgendwie jemand reingekommen ist, um mit meinem Chef irgendwie eine Formatierung von einem Buch durchzusprechen, haben sie irgendwie immer dieses Buch als erstes gegriffen, inklusive auch sein Chef. Und dann gucken sie immer erstmal rein und dachten so, what this? Also man muss sich was überlegen, es muss sich von den anderen absetzen. Es darf nicht mit Inhalt überfrachtet sein, es sollte auch nicht mit Farben überfrachtet sein. Total bunt fällt natürlich auf, sieht aber auch vielleicht fällt es einfach nur negativ auf. Man sollte es den potenziellen Kunden anpassen. Deshalb dachte ich, ja, ein bisschen so wie ein Lederband mit so Metallkanten, das würde mir als Käufer gefallen. Und ja, man muss Platz für den Barcode am Ende lassen in irgendeiner Form, das heißt Text nicht voll. Tja, Klappentext ist noch ein Kapitel für sich, darüber habe ich jetzt ehrlich gesagt nichts geschrieben, bin ich auch nicht so erfahren mit drin, muss ich sagen. Guckt euch ordentlich viele Klappentexte an und dann überlegt, was ihr drauf haben wollt, schreibt ihr nicht zu lang. Schreibt beim Rollenspiel, was ein Rollenspiel ist, falls mal ein Nicht-Rollenspieler das in die Hand bekommt. Soll vorkommen. Tja, ich würde sagen, lest euch viele Texte mal durch und dann müsst ihr das selber entscheiden. Das ist eine sehr komplizierte Sache und gibt auch viele verschiedene Meinungen.
zu dem Thema Beilagen und Vorlagen, was du ja schon angesprochen hast. Das ist eigentlich eine Sache, die Rollenspieler immer sehr interessiert, aber leider trifft man da sehr schnell auf extreme Grenzen. Also alles, was voluminös ist, irgendwie Würfel oder Kunststoffsachen oder Holzsachen, die man dann auch selber gebastelt hat, wenn man so wahnsinnig ist, das benötigt alles eine Box, um es zu verschicken. So hat das DSA früher gemacht, aber so macht es keiner der Verlage. Also die bei Prometheus Games oder so, die machen das vielleicht, weil die verkaufen ja schließlich Rollenspielsysteme. Aber beim BOD-Verlag oder Shaker Media oder so wird es keiner machen und es dürfte auch die Produktionskosten exorbitant steigern einfach. Stärker auch die Steuern. Hm? Wenn du es nicht klar am Start vorbeikriegst, sobald du es in eine Box zugehst, nicht mehr als buchen wird mit 19% mehr Steuer für haben. Stimmt, das ist auch noch ein anderer Punkt. Und in der Hinsicht auch noch ein anderer Punkt. Bücher zu verschicken ist in Deutschland extrem günstig, weil es den Buchversand gibt. Sobald man allerdings da irgendwie noch Seiten reintut, lose, endet es mit dem Buchversand sehr schnell und dann wird es wieder sehr viel teurer. Also dieses Buch liegt leider doch erstaunlich viel und Buchversand liege ich glaube ich irgendwie bei 3,80 Euro oder so ein Krimskram und wenn ich das normal verschicke, bin ich irgendwie bei 7 oder 8 Euro. Es macht einen Unterschied. Buchversand ist günstig. Das verliert man natürlich auch, wenn man irgendeine Box oder so drum hat. Aber trotzdem, es gibt die Möglichkeit, Boxen herzustellen, auch mit eigenem Druck. Ich gebe mir am Ende noch eine Adresse ein, und sowas machen. Aber Selbstverlag, da kann man es machen. Bei den BOD-Verlagen kann man es auf jeden Fall nicht machen. Lose Beilagen, dass man sagt, da komm, da liegen doch nur drei leere Zettel drin. Selbst das ist im Allgemeinen nicht möglich, weil da muss jemand hingehen und einen Zettel reinschmeißen. Das läuft bei denen vollautomatisch. Das ist einfach, ne, es wird gedruckt, verpackt, alles automatisch. Fallkarten, wie ich vorhin schon sagte, es ist bei einzelnen Verlagen möglich, sie sind aber so exorbitant teuer, dass man es nur machen sollte, wenn es wirklich, wirklich, wirklich nötig ist. Klar, eine große Karte sieht wunderschön aus, davon abgesehen, dass ich einfach keine so schönen Karten zeichnen kann. Ich wurde auch von einem Kollegen gut auseinandergenommen, der Archäologe ist, und sagte, so Karten wurden früher nie so gezeichnet und so weiter und so fort. Also ist nicht so einfach mit einer ordentlichen Karte. Aber ist diese eine Karte es wert? Oder bietet man es die Karte dann irgendwie anders an? Was möglich ist, sind Kopiervorlagen, die man irgendwo einnimmt. Deshalb sollte man vielleicht sich DIN A4 nehmen. Das heißt einfach nur Seiten, die derjenige sich kopieren darf. Das ist das Einzige, was man wirklich als Möglichkeit garantiert hat. Ja. Könnte man sich so Sachen wie Kartenmaterial oder so über das Internet dann so als downloadable Zusatzcontent anbieten? Genau, darauf komme ich gleich noch, was mich als Zubehör möglich ist. Also, man kann zum einen natürlich eine eigene Webseite haben, habe ich auch, allerdings gar nicht mal fürs Regelwerk, auf dem man Charakterbögen zum Runterladen haben kann, Karten zum Runterladen haben kann oder was auch immer. Man kann auch angepasste Spielematerialien anbieten, also zum Beispiel diese Seite, die bietet an, dass sie Spielmaterial nach Kundenwunsch anpasst oder bedruckt und die bieten auch an, dass man Kartons und so entsprechend sich drucken lassen kann. Kostet natürlich entsprechend Geld, keine Frage. Und dann hängt es wieder davon ab, wie viel man abnimmt. Und wenn man sagt, ja, ich verkaufe 3.000 von meiner Version meines Regelwerks, dann wären natürlich die Boxen viel günstiger. Aber ich sage dir, 2.500, davon wirst du wahrscheinlich nie los. Was sehr, sehr angenehm ist, was möglich ist, man kann selber Spielematerialien für 3D-Druck modellieren. Das ist eine Sache, die jetzt immer mehr bei Ingenieuren und auch Naturwissenschaftlern benutzt wird. Das heißt, es gibt inzwischen Automaten, die können, oder Drucker, die können dreidimensional drucken. Aus Kunststoff, aus Metall, aus holzähnlichem Material, also mit Holzanteil, sagen wir es mal so herum. Und man kann nun mit kostenlosen Programmen einfach selber diese Spielsteine oder was auch immer modellieren und sie entweder beim Druckdienstanbieter direkt auf ihrer Homepage anbieten, dass jemand dort die kaufen kann. Und dann kriegst du dort deinen Anteil deines Gewinns raus. Und man hat ansonsten nichts damit zu tun. Oder man bietet einfach nur die Datei, die man ausdrucken kann, kostenlos zum Download an und dann kann dir jemand zu einem beliebigen 3D-Druckeranbieter gehen und es sich ausdrucken. Oder man druckt es selber aus und verkauft es, shareable es selber. Dieses Drucken ist tatsächlich erstaunlich günstig. Das heißt, man kann da wirklich eigene Würfel oder so mit machen. Ich habe zum Beispiel noch, allerdings zugegeben, erst nur auf Papier, einfach ein Würfel, der gleichzeitig W4, W6, W8, W10, W12, W20 und W100 in einem ist. Wir haben verschiedene Ansätze und haben jetzt eine Lösung gefunden, die ganz schön ist. Was nämlich gar nicht so trivial ist mit den verschiedenen blöden Seiten, aber egal. Sowas kann man natürlich dann machen und dann kann sich jemand das downloaden und drucken. Das ist eine ganz schöne Geschichte. Gibt es auch jetzt erst so seit ein, zwei Jahren. Also wenn jemand dazu fragt, dann kann ich auch einiges dazu erzählen.
kenne mich ganz gut mit Blender aus. Mit SketchUp von Google kenne ich ehrlich gesagt gar nicht aus. Einmal ausprobiert, bin halt wahnsinnig geworden. weil sie benutzen leider ganz andere Tastenkombinationen als Blender und mit Blender arbeite ich schon ein bisschen länger. Das ist eigentlich bei allen 3D-Programmen so. Wenn man sich erstmal in eins eingearbeitet hat, sind alle anderen furchtbar. Ja, ja, das habe ich jetzt auch, wo ich wieder versucht habe, mit einem CAD-Programm wieder zu arbeiten, wo ich vor Jahren mitgearbeitet hatte. Weil ich ja diesen Würfel jetzt wirklich in einem CAD-Programm machen muss, weil der besteht nämlich aus ein bisschen Mechanik und mit einem Kugellaufwerk, was ich dort einbauen muss, was ich dann eigentlich kaufe, das Kugellaufwerk, weil so genau sind die Drucker dann doch nicht. Und ich bin halt wahnsinnig geworden. Dachte, weil da habe ich doch mal früher schon mitgearbeitet, aber man gewöhnt sich tatsächlich sehr dran. Man hat halt irgendwann die ganzen Tastenkombinationen drin und denkt gar nicht mehr drüber nach. Na, man will es dahin drehen, man will jetzt dies und man drückt die Taste. Und benutzt man ein anderes Programm, verliert man auf einmal alles oder sieht ganz anders aus. Man, das Einzige, was man wirklich immer benutzt, ist die Zurücktaste. Die ist zum Glück identisch. naja, gut, aber da muss jeder sich für überlegen. Also SketchUp ist deutlich leichter zu bedienen oder soll deutlich leichter zu bedienen sein. Blender ist einfach wesentlich umfangreicher. Und ich kenne für Blender eine wunderbare Anleitung. Wenn man der entlang geht, lernt man wirklich, wie man Figuren, Skulpturen blendern kann. Muss man ein paar Wochenenden ransetzen, dann kann man mit Blender grob umgehen. Bis man natürlich dann wirklich irgendwie Filme wie Schreck machen könnte oder so, wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Aber vom Prinzip, ja, zu den rechtlichen Belangen. Nutzt nur Material, deren Rechte frei sind oder die ihr im eigenen Besitz habt, da müsst ihr sehr vorsichtig sein. Es gibt genügend Leute, die gerne abmahnen und eigentlich ein bisschen rankriegen. Bestenfalls alles selber schreiben, alles selber zeichnen. Also ich habe wirklich alles selbst gemacht, inklusive die Schriftarten, wie ich schon sagte. Dann ist man wirklich auf der sicheren Seite. Wenn die Titelseite von jemand anderem designt wurde, muss man ihn im Impressum direkt erwähnen. Was ist? Es gibt inzwischen sogenannte Creative Commons Lizenzen. Die sind, daran kann man sehr gut erkennen, ob die Bilder oder die Texte völlig frei zu verwenden sind. Und es gibt auch verschiedene Stufa-Lizenzen. Es gibt auch eine Lizenz, die sagt, benutze es einfach, als wäre es dein eigenes. Und die kann man dann auch benutzen, ohne irgendjemanden zu erwähnen oder sonst was. Oder sie sagt, ja, erwähne mich, aber du kannst auch dann ansonsten machen, was du möchtest. Das sind dann die beiden Lizenzen, die interessant sind vielleicht. Hobbits, Elfen, Elben, Zwerge sind alles keine geschützten Begriffe. Übrigens auch Hobbits hat sich nicht Tolkien ausgedacht, die gab es tatsächlich schon vorher. Elben gab es auch schon vorher, nämlich in der norddeutschen Mythologie. Es gibt aber trotzdem geschützte Begriffe und da sollte man vielleicht auch aufpassen, weil wenn andere Verlage vielleicht eine Möglichkeit sehen, einen abzumahnen oder irgendein schöner Abmahnanwalt sich da freuen möchte, mal eben kurz schnell 800 Euro zu verdienen, man ist sehr schnell auf der Verliererseite und das Problem ist, dein Buch ist dann erstmal vom Markt und wenn dein Buch erstmal einmal im Druck vom Markt ist, kriegst du es nicht wieder rein. Das war's. Ende aus. Der Verlag nimmt ihn garantiert nicht wieder an und es wird auch kein anderer Verlag ihn dann annehmen. Also das ist... Vielleicht sagt der Verlag, schick uns eine korrigierte Version, dann hast du sehr viel Glück. Aber normalerweise bist du der Bittsteller dort beim Verlag. Was ich schon einmal sagte, einmal veröffentlichte Texte sind für Verlage völlig uninteressant. Mit den Verträgen überträgt man nur temporär einzelne Rechte am Verlag. Das heißt, man erklärt ihnen das Recht, sie dürfen es drucken und verkaufen, aber sie dürfen es jetzt vielleicht nicht als E-Book verkaufen oder wie auch immer. Oder man gibt ihnen das Recht, es als E-Book zu verkaufen. Trotzdem dürfen sie noch keine Filme danach drehen oder was auch immer. Ne? Man gibt denen wirklich nur explizit einzelne Rechte. Es gibt, das deutsche Urheberrecht ist sehr explizit, es gibt gar nicht die Möglichkeit, alle Rechte zu übertragen. Eine Wiederveröffentlichung ist nach einer Vertragsauflösung sehr unwahrscheinlich. Das heißt, wenn der Verlag irgendwann mal sagt, Schnauze voll, drucken wir nicht mehr, wird man es auch nicht mehr woanders los. Außer natürlich den Selbstverlag. Es gibt, ähnlich wie die GEMA für die Musik, gibt es auch eine Buchverwertungsgesellschaft, bei der man sein Buch anmelden kann. Die zahlt allerdings aus nach einem Schlüssel, je nachdem, wie viele deiner Bücher in öffentlichen Bibliotheken sind und wie viel sie geliehen werden. Damit sind wir, glaube ich, als Rollspielwerkautor auch außen vor. Also ich persönlich habe mich nicht angemeldet. Ich habe tatsächlich den Scheiß ausgefüllt. Es sind nämlich irgendwie 40 Seiten, die man da durchgeht. Größtenteils so kleinen Text, den man durchlesen muss, was man denen alles an Rechten übergibt und so. Ich habe mich aber nicht angemeldet. Ich glaube nicht, dass man da wirklich Geld bekommt in unserem Fall. Ja, es gibt eine Buchpreisbindung. Das Buch kostet 20 Euro. Ich darf es gar nicht billiger verkaufen. Theoretisch kann man nach 2 Jahren die Buchpreisbindung auflösen oder der Verlag kann sie auflösen. Meiner hat es nicht gemacht und macht es wahrscheinlich auch normalerweise einfach nicht. Man kann es ein bisschen umgehen, indem man sagt, das ist ein Mangelexemplar, deshalb verkaufe ich es billiger.
man muss ein bisschen vorsichtig sein, wem man es vielleicht verkauft mit einem Mangelexemplar. Gut, man kann natürlich einfach reinschreiben, Mangelexemplar. Und ich habe von vielen gehört, dass das Professoren an Universitäten und so machen. Trifft man da den Falschen und es ist irgendein Anwalt, der sich gerade Spaß macht und nochmal 800 Euro zusätzlich haben möchte, kann er einen sehr schnell mit reinreißen. Also Mangelexemplare sollen normalerweise wirklich sichtbare Mangel haben, also eine Kante drin, Schmierereien oder irgendetwas. Also das hier sind zum Beispiel alte Ansichtsexemplare. Ich weiß nicht, ob ich die als Mangelexemplare verkaufen würde, aber bisher habe ich sie mal alle, ehrlich gesagt, nur an Freunden abgegeben für den Kostenpreis, den ich bezahlt habe. Also selbst habe ich noch keins verkauft, glaube ich. Oder? Wie sieht es aus mit Verschenken? Dürftest du das? Verschenken darf ich, klar. Okay. Ja, oder wie gesagt, zum Selbstkostenpreis weitergeben, weil du sagst, ja gut, ich muss es bezahlen irgendwie oder so. Das ist ja kein Verkauf, wenn du so willst. Aber es ist doch schön, dass es durch den Autogramm des Autos auch nicht gleich die Mangelexemplare ist. Was ich übrigens tatsächlich schon hatte, dass mich jemand einen Brief geschickt hat, eine Mail hat irgendwie meine Adresse rausgefunden und fragte, ob sie mein Buch wieder zuschicken könnte, ob ich da nicht was reinschreiben könnte. Habe ich tatsächlich schon gehabt. Wie sie auf die Idee gekommen ist, weil sie hat auch, ich habe mit ihr noch ein bisschen so Kontakt gehabt, sie spielt keine Rollenspiele, liest kein Fantasy. Also, ich habe keine Ahnung, wie die auf dieses Buch gekommen ist, aber sie wollte unbedingt, dass da was Persönliches drinsteht, vielleicht sammelt sie sowas. Naja, egal. Also mal abgesehen, das Schönste in der Hinsicht ist sowieso immer noch, das ist mein Autorenexemplar, reinzuschreiben, das Autorsexemplar. Hier drin sieht man übrigens auch, wie viele Fehler ich noch gefunden habe, die markiere ich sehr nicht hier drin. Ja, zum Exposé. Wie gesagt, das ist die Bewerbung. Will man mit seinem Buch zu einem normalen Verlag, schickt man nicht das Buch rein, sondern man schickt nur das Exposé ein und noch vielleicht noch ein kleines Anschreiben. Das Exposé wird in Präsens geschrieben und soll maximal 2 DIN A4 Seiten lang sein, egal wie groß dein Buch ist. 2 Seiten ist wohl die absolute Maximallänge. Die ersten 2 Zeilen sind im Endeffekt Titel, also in diesem Vortrag zum Beispiel die erste eigene Rollenspielbuchveröffentlichung und dann Genre, Fachvortrag, Rollenspielige Werk, Fantasy, wie auch immer. Danach, wenn man denn eine Struktur in seinem Buch hat, kommt als nächstes ein Strukturunterpunkt, wo man einmal die Struktur auflistet. Das ist jetzt nicht das Inhaltsverzeichnis 1:1, sondern ja, man fasst es zusammen. Also hier habe ich jetzt tatsächlich so 1:1 das Inhaltsverzeichnis übernommen. Im Motto, der erste Punkt ist die Motivation und danach gibt man eine kurze Zusammenfassung, was in diesem Kapitel stattfindet. Wen es interessiert, ich habe ein bisschen mein Exposé ausgedruckt, mit dem ich mich damals beworben habe. Ich glaube zumindest, dass das ist. Das ist das Einzige, was ich gefunden habe von meinem Exposé-Schreiben. Sind auch genug, weil so viele sind wir jetzt ja nicht. Und dann kommt der Inhalt. Und der Inhalt ist wirklich Spoiler pur. Es geht nicht darum, denjenigen durch Spannung zu fesseln. Man erläutert das Buch und man beleuchtet den Inhalt, und zwar sehr sachlich und kalt. Beim Rollenspiel natürlich wichtig, was ist das für ein Spiel, was ist die Besonderheiten der Welt und der Regeln, was ist jetzt an deinem Rollenspielregelwerk anders als an DSA oder Shadowrun. Nötigenfalls würde ich auch nochmal Hintergrundinformationen hingeben, sowas wie, was ist ein Rollenspiel? Weil wenn man beim normalen Verlag hingeht, da weiß nicht unbedingt derjenige, der es liest, was überhaupt ein Rollenspiel ist. Also bei mir sind das nur 1-2 Sätze gewesen. Das ist übrigens schon ein paar Jahre her, dass ich das geschrieben habe, also Rechtschreibfehler können wir behalten. Für Romane wird das ein bisschen anders aufgebaut. Das hat man ganz unten in meinem Exposé auch, weil ich nämlich hier 2 kleine Romane mit drin habe. Dort ist auch die erste Zeile ein Titel und dann kommt eine Zeile mit den Hauptakteuren. Und die soll man mit wenigen Adjektiven beschreiben und soll in der Reihenfolge aufgelistet werden, wie sie im Roman, so habe ich das zumindest gelernt, wie sie im Roman eingeführt werden. Nicht unbedingt in der Reihenfolge, wie sie von der Wichtigkeit der Person, sondern eben wirklich, wie sie reinkommen ins Buch. Ja, kurz, sachlich, die beschreiben mit ein paar Adjektiven, also zum Beispiel jetzt Beispiel, Timo, ich bin der Vortragende, Adjektive Dürr und gutmütig, Andreas ist der Fragesteller, das passt ja auch gleich wieder, interessiert, aufmerksam, kritisch, so in etwa muss man, naja, vielleicht noch ein bisschen kräftigere Adjektive, aber vom Prinzip muss man das so machen. Und ansonsten beschreibt man den Roman, indem man wirklich den Ausgangszustand beschreibt, die Handlung kurz beschreibt, das Ende beschreibt, sachlich alles Wichtige, was sozusagen in der Handlung passiert, zusammenfassen, reiner Spoiler. Also mit anderen Worten, wenn ihr das jetzt durchgelesen habt, die Romane hinten wollt ihr nicht mehr lesen.
da ist keine Spannung mehr drin. Weil alles Richtige ist dort im Endeffekt drin. Wobei so viel ist auch nicht passiert. Es ist in meinem Fall ja mehr dafür gewesen, dass derjenige mal einen Einblick in meine Welt bekommt, wie ich mir meine Welt vorstelle. Ja, wie bei jeder Bewerbung, es gibt zigtausend Anleitungen, wie man sie eigentlich jetzt genau schreiben soll. Zigtausend Meinungen, wie es auf jeden Fall sein darf und wie es nicht sein darf. Man wird mit Sicherheit irgendwo eine Anleitung finden, die sagt, so darf es auf keinen Fall aussehen. Ich habe auch irgendwie Anleitung gefunden, so muss es aussehen. Es ist immer eine gewisse Glückssache mit dabei, wie bei jeder Bewerbung. Aber das ist ja auch bei jedem Verlag im Endeffekt unterschiedlich. Ja. Ich schreibe mir selber rein, was wollen Sie da haben. Ja, aber ich denke mal, wenn man sich jetzt grob daran bindet, dass ich habe viele Anleitungen gefunden, die zumindest in diese Richtung gehen, wird man da schon mit denen klarkommen. Also ich bin mit dem Exposé durchgekommen, inklusive den Doppelpunkt. Ich hoffe, den hatte ich nicht. Also ich habe zwei Punkte hintereinander an einer Stelle. Ich hoffe, ich hatte es nicht bei meiner Bewerbung auch drin. Andere Rechtschreibfehler habe ich jetzt nicht gefunden, aber ich habe es auch nicht nochmal durchgelesen, muss ich zugeben. Nur der Doppelpunkt, der ist mir gleich aufgefallen. Ja, zum Thema Vermarktung. Man kann eine eigene Homepage machen. Das Problem einer Homepage ist, das Internet ist riesig. Wer findet die eigene Homepage? Also alleine Homepage machen will gar nichts. Aber sie ist gut, um Downloads anzubieten. Das heißt, ne, Kartenmaterial, Spielmaterial, was wir schon sagten. Und man kann eine Homepage im Allgemeinen kostenlos herstellen, kostenlos im Internet anbieten, selbst ohne einen eigenen Raspberry Pi, auf den es läuft. Also ich habe hier so ein paar Adressen angeboten, mit denen das geht. Bei diesen nick.de-Forum zum Beispiel kriegt man Domänen, die jetzt auch .de, .vu enden, kostenlos. Und kriegt auch kostenlosen Internetspeicherplatz. Und hier kriegt man auch Internetspeicherplatz kostenlos. Und hier ist einfach nur eine Anleitung, ganz grob, wie man Internetseiten basteln kann. Ja, ganz grob auch nicht, sehr fachlich, ist riesig. Was am meisten empfohlen wird, ist zu Lesungen zu gehen, zu Foren zu gehen, in Vereinen, in Spielerunden und im Endeffekt die Mund-zu-Mund-Propaganda loszutreten. Was ich zugegeben nicht gemacht habe, weil ich dann irgendwie kurz danach nach Dortmund abgehauen bin. Ja, man kann natürlich freie Exemplare weggeben, also zum einen als Autor irgendwie Rollenspielleben ein paar Bücher schenken oder in Freundeskreisen ein paar Bücher verschenken. Teilweise die Presse, also beim Shaker Media ist es so, dass die Presse auch kostenlos Exemplare einfordern kann. Hat auch bei mir einer schon mindestens gemacht, als ich das letzte Mal geguckt hatte. Ein Verkaufsticker, da hat irgendjemand kostenlose Exemplare gefordert. Und man kann natürlich, wenn man jetzt richtig reingehen möchte, auf Rollenspielmessen gehen, Artikel darüber schreiben oder eben von den Verlagen schreiben lassen gegen Geld. Wenn man so viel dort investieren möchte. Und da hat er schon wieder eine Seite übersprungen. Aber nicht so schlimm. Endnote. Wichtig, lesen, gegenlesen lassen, spielen, mit verschiedenen Freunden spielen, gerade bei so einem Regelwerk. Gucken, was die Leute da für komische Fehler machen. Wir alle kennen The Gamers und kennen die schöne Story mit der Ballista fürs Backstabbing. Solche Regeln sollte man vielleicht berücksichtigen, dass das nicht möglich ist. Was wichtig ist, es werden immer Fehler übrig bleiben. Es sei denn, man schickt es vielleicht durch ein professionelles Lektorat durch, aber selbst da können Fehler übrig bleiben. Also ich habe das hier, wie gesagt, mein eigenes Exemplar und ihr könnt aber durchblättern. Ihr seht immer an einigen Stellen so kleine Bleistiftstriche. Überall, wo ich einen Fehler entdeckt habe, an einer Stelle auch noch, wo ich eine Tabelle immer kopiert habe, ist der Fehler sogar noch jedes Mal mitgewandert. Es bleiben immer Fehler übrig. Und darüber ärgert man sich, aber man darf sich auch nicht zu viel ärgern. Das gehört, glaube ich, irgendwo mit dazu. Kann man ja auch auf die Homepage packen. Ja, bei wichtigen Regelfehlern sollte man das vielleicht machen. Sowas habe ich zum Glück noch nicht entdeckt. Sondern sowas wie O statt 0 und O verwechselt zum Beispiel an einer Stelle, habe ich das gemacht. Das fiel in der anderen Schriftart gar nicht so weit auf, aber meine eigenen hat leider das O und Punkt in der Mitte, die 0 und Punkt in der Mitte. Das